Das ist American Barbecue, meine Freunde. Macht das Rezept nach, ihr werdet begeistert sein, denn sie sind unheimlich saftig. Hello, hier ist der Büffel. Kochen ist kein Hexenwerk. Außer wenn du eine Hexe bist. Kick. Wir drehen heute Wings. Aber nicht irgendwelche Wings, sondern die Buffalo House Wings. Die Original Buffalo House Wings. Man könnte eigentlich schon Legend of Buffalo House Wings. Ja? Wir haben ja im Buffalo House damals die Original Wings der Ancho Bar nachgemacht. Und wir werden euch jetzt hier das Rezept verraten. Okay? Es ist mega einfach. Was ihr braucht, zuerst Hähnchenflügel. Haben wir gekauft, das ist so ein gutes Kilo. Mhm. Und das Tolle bei dem Rezept, das geht ohne Frittieren. Ihr könnt die dann natürlich im Nachgang, wenn ihr möchtet, einfach melieren und frittieren. Aber das müsst ihr nicht, wenn ihr keine Fritteuse habt. Das funktioniert auch so wunderbar. Wir machen dazu eine hausgemachte, richtig geile Ancho Bar Barbecue Soße. Ja. Und ja, zuerst brauchen wir ein Barbecue Gewürz. Und ich ziehe euch jetzt nicht erst alle Gewürze auf, sondern wir starten einfach direkt drauf los. Es ist total einfach. Also Salz, schaut her. Ja, das dauert hier. Eins. Ihr seht schon, ich nehme das ganz genau, ja? Zwei. Drei. Drei gute Teelöffel Salz. Zucker. Zucker ist immer wichtig, natürlich, denn was macht der Zucker? Ist es, keine Ahnung, ist es karamellisieren? Richtig. Einen Teelöffel Zucker. Ist es egal, in welcher Reihenfolge man das reingibt? Ja, ist vollkommen wurscht. So, jetzt Pfeffer. Frisch aus der Mühle, wenn nicht, nehmt den gemahlenen, meine Güte. Und hier auch ordentlich Pfeffer. Da könnt ihr mal ein bisschen euch austoben. Also ihr seht schon, ne? Da könnt ihr schon mal richtig, ich sag mal nach Belieben. Ne? Die einen mögen es ja mit viel Pfeffer, die anderen mit weniger. Wir verzichten übrigens bei unserer heutigen Barbecue-Soße oder bei unserem Barbecue-Rub, ja, beim Original Ancho Rub, auf Chilis. Nicht jeder mag Chilis und ja, verzichten wir drauf. Das nächste ist Kurkuma. Moment. Da machen wir auch so ungefähr. Moment. Ja, ja. Ah, das geht, ne? Macht die Gewürze auf, Leute, wenn ihr euch einen Wrap macht. Ja, macht die Gewürze auf. So, also. So einen halben Teelöffel, ja? Ja. Kurkuma hinein. Und das ist wirklich ein mega einfacher Chicken Wrap. Ja, und den, der wird euch schmecken. Ja, genau, einen Wrap. Bitte entschuldigt. So, eins, zwei, drei. Paprika, edelsüß. In dem Fall war es Bio-Paprika. Jetzt haben wir noch Ingwer. Ist jetzt genau für ein Kilo abgemacht, die Menge, oder? Ne, auch ein bisschen mehr. Ihr könnt damit auch Hähnchenbrust würzen und anbraten. Also das war jetzt ein halber Teelöffel Ingwer-Powder. Mhm. Ja, geniale Geschichte. Curry. Nehmt eure Lieblings-Curry-Gewürzmischung, das macht natürlich den Geschmack aus, ja? Was nehmt ihr für einen Curry-Gewürz? Würde mich mal interessieren, schreibt doch mal in die Kommentare. So, und da auch einen halben Teelöffel hinein. Ja. So, Muskat messe ich euch jetzt nicht ab, einfach nur eine kleine Prise Muskat, okay? Mhm. Und jetzt haben wir noch Zimt, und da machen wir genau dasselbe, eine kleine Prise. Kommt das in jedes Barbecue rein, oder jedes Mal Weihnachten ist? Also nicht Weihnachten, aber halt Winter ist. Nee. Also Zimt kommt in ganz viel Barbecue-Mischungen hinein. Okay. Und ist auch ein ganz tolles Gewürz in vielen Küchen, also in Deutschland, in der deutschen Küche ja jetzt nicht, aber in vielen Küchen auf der Welt wird Ingwer zu vielen herzhaften Gerichten verwendet. Und jetzt schau dir das doch mal an. Und so einfach könnt ihr an Barbecue-Rub selber machen, ja? Und jetzt schau mal, riech mal. Sehr geil. Mmh, das riecht geil, ne? Sehr gut, ja. Richtig schön, fruchtige Noten. Kommt natürlich auf euer Curry an, auf euer Paprikapulver, ganz klar. So, und jetzt, liebe Freunde, passt auf, jetzt nehmt ihr davon ordentlich was, ja? Und macht das einfach mal hier oben drauf. So. Brauchen wir aber schon alles eigentlich, oder? Oder fast alles? Nee, aber schon ordentlich. Schon ordentlich, ne? So, ein bisschen noch, komm. So, und jetzt mischen wir die schön durch, okay? Dass wir überall Gewürz drin haben. Oh nein. Zack. Naja, das ging schnell, das hat er gar nicht gemerkt.
so richtig schön durchmischen, ja. Ruhig das Gewürz so ein bisschen, ihr seht das, einmassieren. Natürlich jetzt drauf achten, einmassiert ist es. Was ist jetzt wichtig? Hände waschen. Richtig, warum? Klär unsere Zuschauer auf. Damit man saubere Hände hat. Keine Ahnung. Und warum noch? Weiß ich nicht, Salmonellen? Genau, ah. Die gute alte Salmonellengefahr. Und was machen wir jetzt? Ja, jetzt brauchen wir einfach eine Barbecue-Soße. Ja. Und das machen wir jetzt einfach, indem wir einen kleinen Fond machen. Und dann haben wir hier ein schönes Coca-Cola-Glas. Und eine fast originale Coca-Cola. Dann nehmen wir jetzt hier so ein halbes Glas. Schau mal. Also so 100 Milliliter ungefähr sind das, ja. Rhymes to Coca-Cola. Ja. Das ist ganz wichtig. Und, schau mal hier, Apfelsaft. Mhm. Der gute Bio-Apfelsaft von Sole Vita aus dem Lidl. Naturtrüb. Ihr könnt auch klar nehmen. Das ist vollkommen wurscht. Ja. Ihr könnt auch Orangensaft nehmen. Ist auch, ja? Geht auch. Nehmt, probiert ein bisschen aus. Ihr könnt das auch, nur eine Säure, die man braucht, oder? Genau, wir brauchen ein bisschen Säure. Aber Orangensaft ist doch saurer als... Genau, man verändert natürlich den Geschmack. So, jetzt hier so ein bisschen reingießen am Rand. Möglichst nicht über die Dinger. Mhm. Dann rutschen wir die noch ein bisschen zurück. So, und jetzt meine Freunde. Schön rein damit. Ein bisschen Gewürz drüber. So. Und jetzt geht das einfach für 45 Minuten. In den Ofen. In den Ofen. Bei 200 Grad Vorgeheizofen. Und wir sehen uns in 45 Minuten. Dann sind die übrigens fertig. Und wir machen aus dem Fond mit Ketchup die Soße. Die Barbecue-Soße. So, Leute, ist soweit. Gute 45 Minuten waren die Scheißerchen drin. Ja. Darf ich Scheißerchen sagen? Scheißerchen, ja. Scheißerchen darf ich sagen. Schaut euch das, boah, der Geruch, ne? Sieht sehr gut aus. So, jetzt ganz wichtig. Stellt den Ofen hoch. 240 Grad. Gleich haben 250. Wir einen Stromausfall. Nein, der schafft das. So. Ihr könnt die schon essen. Okay? Aber wir wollen natürlich richtig geile Barbecue-Wings machen. Und ihr habt jetzt mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt die jetzt einfach nehmen, in einem würzigen Mehl panieren. Ja. Und dann einfach, also gewürztes Mehl, ein bisschen drumherum wälzen. Ja. Melieren, frittieren und dann ein bisschen eure Barbecue-Soße drüber machen, beziehungsweise die Barbecue-Soße, die wir jetzt gleich machen werden. Mhm. Oder aber, ihr macht die jetzt im Ofen fertig, das werden wir euch zeigen. Oder ihr macht die im Smoker fertig. Ja. Ihr hättet die natürlich auch von vornherein natürlich auch statt im Ofen im Smoker machen können. Mhm. Dann wären sie eben sehr rauchig. Ja, viele mögen es nicht so. Wir zeigen euch gern immer die Rezepturen, ja, die ihr auf verschiedene Arten fertig machen könnt. So, Nummer 1. Nummer 2 ist natürlich jetzt die Barbecue-Soße. Übrigens, aufpassen, das ist immer noch heiß. Ja. Ist sanft aus, ne? Ja, ist sanft. Obwohl es hier drin warm ist. Ja, es ist hier drin warm. Sagten diese Killerkinder. So, ihr braucht Ketchup. Jetzt wird's richtig kompliziert, okay? Ja. Bist du das? Das sind Verdauungsstörungen par excellence. Meine Freunde, eine ganz schwierige Barbecue-Soße wäre das. Nein, Spaß. Wir Deutschen nehmen ja immer als Barbecue-Soße diese ganz dicken Soßen. Ne? Mhm. Und in Amerika ist das nicht so. Oder da gibt es viele Bundesstaaten, wo eben nicht nur diese dicken Barbecue-Soßen genommen werden, sondern eigentlich, da heißt Barbecue letztendlich auch dieser Fond schon. Ja. Und wir machen halt eben auch ein bisschen eine dünnere Barbecue-Soße. Wir geben jetzt zum Ketchup, das waren so, ja, wie viel war das gewesen? Ein 200 Milliliter. Ja, auf jeden Fall, ne, würde ich sagen. Jetzt gebe ich mir ordentlich was dazu. Ja. Ganz wichtig, machen wir ein bisschen süßlicher. Okay, bisschen Zucker noch. Und jetzt rühren wir das mal um. Verbindet sich das auch schön, ja? Ja, das werden wir jetzt gleich testen. Wenn nicht, brauchen wir noch ein bisschen Ketchup. Wir wollen sie ja eben nicht so dick haben, wie diese Barbecue-Soßen. Ja, das sieht doch schon gut aus, oder? Sagst sieht du? Schon gut aus, ja. Ja, ein bisschen kommt Ketchup hin. Noch. Und da müsst ihr einfach ein bisschen spielen. Also von der Konsistenz her stelle ich mir eigentlich gerade vor, dass wir das jetzt nicht so dick machen wie die Barbecue-Soßen. Ja. Ein bisschen dünner, ja. Und dass wir dann da richtig dippen können. Das ist natürlich ganz wichtig. Und ja, da setzt sich ein bisschen das Fett oben ab, aber das macht überhaupt nichts. Das ist Geschmacksträger. Jetzt werden wir das mal probieren.
Mal schauen. Willst du auch probieren? Das, ich probiere auch mal, ja. Und wenn man das jetzt, ich natürlich den pinken, lilanen. Natürlich. Wenn man das jetzt quasi mit einem Mixer so hoch machen würde, würde man das, dann das Fett da reinbekommen oder nicht? Ja, aber das machen wir nicht. Das ist schon gut. Mir fehlt hier ein bisschen was. So die, die mittlere Geschmacksebene fehlt dir. Das ist schon echt gut. Ja, aber sehr gut. Ja. Also ein bisschen Zucker noch. Ja. Da müsst ihr einfach ein bisschen nach Ermessen arbeiten, ja. Das ist ganz wichtig. Lass mich mal an den geheimen Gewürz schuppern. Das sind nicht die einzigen Gewürze, die da drin sind. Ich würde sagen. Natürlich nur Spaß. Bisschen Ingwer noch. Ingwer? Ja, Ingwer. Okay. Dann würde ich noch nehmen. Moment. Wenn ich es nicht finden würde. Wo habe ich mein Paprikapulver? Ja, hier. Ordentlich Paprikapulver. Mhm. Und da könnt ihr einfach ein bisschen, spielt ein bisschen, ihr könnt auch Fertigwürzungen nehmen, wobei ich würde das nicht tun, ne? Wenn ihr euch schon. Ja, schmeckt halt immer sehr künstlich. Genau, und wenn ihr euch schon die Arbeit macht, dann meine Güte. Ihr könnt hier auch, ein ganz toller Geheimtipp, ihr könnt hier auch geräucherten Paprika, also geräuchertes Paprikapulver nehmen. Dann kriegt die Barbecue-Soße so eine leichte Rauchnote. Ja. Ist auch ganz, ganz toll. Oder und nehmt euer Lieblingsketchup. Genau, nehmt euer Lieblingsketchup. Und da kommen bestimmt so Barbecue-Nazis, die dann sagen, ja, müsst das selber machen und so. Ja, ihr könnt Ketchup selber machen, kann man machen. Aber wer hat schon die Zeit? Wir zeigen ja auch einfache Rezepte, ja. Wenn man die Zeit hat, kann man es machen. Genau, vielleicht zeigen wir das aber auch mal irgendwann. Und jetzt, schau mal, jetzt nimmst du nochmal deinen Löffel. Stimmt, haben wir noch gar nicht gezeigt. Ne? Das haben wir noch nicht gezeigt. Könnten wir eigentlich mal machen, ne? Könnten wir sogar machen. Wie macht man einen geilen Ketchup? Barbecue-Ketchup gleich. Mhm. So, und schau doch mal, die Konsistenz, ja, ist ein bisschen fester geworden. Oh ja. Geil, oder? Das ist er, ja. Das ist er. Ich persönlich würde die jetzt noch ein bisschen schärfer wollen. Das aber da auch noch andere Menschen mit essen. Genau. Da wir ja immer, ne, wir kochen ja jetzt hier nicht für die Katze, sondern für die ganze Familie. Und ihr könnt das natürlich ein bisschen schärfer machen. Und jetzt nehmt ihr einfach von dieser Barbecue-Soße. Und das geht jetzt übrigens auch im Smoker, ja. Mhm. Einfach Barbecue-Soße hier ein bisschen drüber verteilen, okay? Mhm. Wichtig ist... Damit man sich auch schön die Hände einsäuft. Genau, das sind ja schöne Barbecue-Wings. Wichtig ist tatsächlich Ofen 250 Grad, ja. Und jetzt sage ich... Adios. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns gleich. 10 Minuten sind wir wieder da. Und ja, hier kommt Hitze raus. Ei, Lichteffekte, ei, ei, ei. So. Jetzt schaut euch das an. Und wie gesagt, aus dem Smoker geht das natürlich auch. Sehr geil. Sau geil, oder? Ja. Das ist doch mal, das ist American Barbecue, meine Freunde. Macht das Rezept nach. Ihr werdet begeistert sein, denn sie sind unheimlich saftig. Durch den Apfelsaft, die Säure, durch die Cola, ja, wird das Fleisch schön mürbe. Also es ist butterweich, es ist saftig, es schmeckt unheimlich geil. Die im Buffalo House die Wings gegessen haben, ich glaube, ihr wisst, von was ich spreche, ja. Und für alle anderen, macht's nach. Wir haben überall Freunde mittlerweile in verschiedenen Landkreisen. Eben. Und so werden richtige Barbecue-Wings gemacht. Und ich esse die jetzt erstmal mit Handschuhen. So, und denkt dran, wenn ihr es scharf haben wollt, einfach noch Chili mit rein, in den Rub, oben drüber, in die Barbecue-Soße, wie ihr Bock habt, macht. Macht eure eigenen Kreationen. Und wir würden uns echt freuen, wenn ihr so ein paar geile Kreationen erfinden würdet und einfach in die Kommentare unten schreiben würdet. Und wenn euch das gefällt, ihr könnt uns gerne folgen. Glocke hier, oh, weiß der Geil was, Tiki-Toki und was haben wir, Instagram und hast du nicht gesehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Kick. Kochen ist kein Hexenwerk. Außer wenn du eine Hexe bist. Tschüss!